Die Sonne scheint und die ersten Gartenarbeiten beginnen. Vordringlich ist jetzt das Rückschneiden von Obstbäumen, denn diese Arbeiten sind ab März nicht mehr erlaubt. André Esser, Fachanleiter von der Halterner Jugendwerkstatt, steigt auf die Leiter. Zunächst beschneidet er die Äste eines Kirschbaums. Baumschnitte, Gehölzrückschnitte, die stärker sind, also ins dicke Holz, die macht man in den Wintermonaten von Oktober bis Februar. Ab März gehen wir da in den Vogelschutz. Also bei Obstgehölzen ist es halt so, dass man sehr darauf achten muss, dass genug Licht auch ins Innere des Baumes kommt, also nicht ins Holz, sondern dass die Sonne von oben durch den ganzen Baum durchscheinen kann. Fürs Fruchtholz, dass die aneinanderreiben, dass die entfernt werden, dass sehr viel Luft und Licht halt im Baum vorhanden ist. Grundsätzlich stelle ich mich erstmal ein paar Meter vom Baum entfernt hin, schaue mir einmal den Wuchs an. Wie ist der von außen? Wie sieht er aus? Ist er natürlich gewachsen? Wurde der schon oft geschnitten? Frag meistens auch die Kunden dann einmal, ob der gut trägt, wie er zuletzt getragen hat, damit ich ungefähr weiß, wie gesund der Baum ist. Unterschiedliche Werkzeuge liegen bereit. Je nach Astgröße kann er zwischen Sägen und Scheren wählen. Das Wichtigste ist eigentlich eine gute Handsäge. Die sollte auch sehr scharf sein, genauso wie die Rosenschere für die dünneren Äste. Wichtig, ganz wichtig halt, dass das Werkzeug scharf ist, damit die Wunden nicht ausreißen. Da ist dann wieder Pilzbefall die Gefahr. Also schöne glatte Wunden, scharfes Werkzeug, ganz wichtig. An größeren Schnittstellen bringt er einen Wundverschluss auf. Das schützt vor dem Eindringen von Parasiten, so Esser. Ich würde jetzt sagen, so alles so zwischen 5 und 7 cm Durchmesser, da sollte man den Wundverschluss drauf machen. Gerade im Winter oder im Frühjahr, wo der Baum selbst noch nicht die Abwehrkräfte hat oder so aktiv ist, dass er die Wunde schnell verschließt. Den richtigen Baumschnitt präsentiert er gleichzeitig seinem Kollegen vom Grünflächendienst der Jugendwerkstatt. Der sorgt dafür, dass keine Baumreste auf dem Grundstück verbleiben. Als nächstes beschneidet Esser einen Birnbaum. Ab März warten andere Aufgaben auf die Mitarbeiter der Jugendwerkstatt. Meistens fängt man dann an auch, dass es losgeht mit Rasenarbeiten, sprich es wird gekalkt, gedüngt, vertikutiert, alles noch kurz bevor der Rasen wieder anfängt voll durchzukeimen. Der Obstbaumschnitt ist abgeschlossen, von hier aus geht es zum nächsten Garten. Nach der Winterzeit gibt es jetzt überall viel zu tun.